willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Union Berlin gegen 1. FC Köln. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Die Nummer 1, Frederik Rommel. Die Nummer 31, Robin Knappel. Die Nummer 14, Leonardo Bonucci. Die Nummer 26. So werden die Gastgeber beginnen. Frederik Rommel ist im Tor. Leonardo Bonucci spielt mit Robin Knoche in der Verteidigung. Kevin Volland steht gemeinsam mit Rani Khedira auf den zentralen Positionen. Und drei Stürmer sollen in dieser Begegnung heute vorne für Gefahr sorgen. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Es geht auf die andere Seite. Ball erstmal weg. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Gefährlich jetzt. Kevin Volland wird wohl auch in diesem Spiel wieder einer der Hauptakteure sein. Ist einfach ein klasse Spieler. Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben, sonst macht er hier sein Tor. Da bin ich mir ganz sicher. Chance für den FC, es über außen zu versuchen. Da ist der Schuss. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Volland. Sie haben den Ball. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Schön dazwischen gegangen. An dem Ball waren sie noch dran, Ecke. In den Strafraum. Das war nicht zwingend genug, den hält er sicher. Robin Knoche, Frederik Rönow. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Jetzt die Möglichkeit. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Jetzt Volland. Schöner Pass. Es gibt Strafstoß. Den Elfer gibt's, aber keine Karte. Da haben sie fast schon Glück, dass es da nicht mehr gibt. Sehe ich auch so, Wolf. Gibt viele Schiris, die greifen da zur Gelben, wenn nicht sogar mehr. Das soll jetzt hier das 1:0 werden. Sie verwandeln den Strafstoß. Das ist die Wiederholung und wir sehen's.
genauer kannst du den nicht in den Winkel setzen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gut. Becker. Am Ball Volland. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Eckball. Ecke kommt rein. Noch ist die Chance da. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Gute Aktion. Ball ist raus. Kevin Volland. Erneut das Tor. Zwei Tore Vorsprung nun also. Sieht alles gut aus für Sie. Da wird die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber und sie wirken sehr zielstrebig. Kommen gut vors Tor, kommen gefährlich vors Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Im Moment sind sie nicht im Ballbesitz. Sie müssen hinten aufpassen. Toller Zweikampf. Becker. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Viel Übersicht bei diesem Pass. Mal gut. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Also, der macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Der FC mit dem Anstoß, es geht weiter. Ja, der zweite Abschnitt läuft. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Unheimlich wichtig, dass er da zur Stelle ist. Mal gut. Er hat den Ball, wird da was draus? Da haben wir die Szene nochmal. Ist natürlich ärgerlich, dass der Treffer nicht zählt, aber spätestens jetzt zu sehen, richtige Entscheidung. Ja, mit viel Einsatz. Weiter diese Szene. Roussillon. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Er schießt. Ganz stark abgeblockt. Tolle Aktion vom Torwart. Sie wechseln jetzt.
Ecke kommt in die Mitte. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Kevin Volland. Da ist die Hereingabe. Wichtiger Befreiungsschlag. Wir sehen den Wechsel. Die Ecke kommt. Gefahr bereinigt. Kevin Volland. Flanke kommt rein. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Keins. Platz zum Kontern. Schön dazwischen gegangen. Klasse Angriff, aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Davy Selke. Das macht er ganz sicher, hat den Ball, der ihn vor keine echten Probleme stellt. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung für die Gastgeber. Sie sind überlegen, zwei Tore Führung, sie machen das immer wieder clever, sind sehr stark. Ich glaube, die holen sich den Sieg. Die Chance für den Konter. Setzt sich durch. Das könnte es sein. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Stark gemacht, das könnte was werden. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Gefahr erstmal bereinigt. Rani Khedira. Kevin Volland. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Davy Selke. Abgefangen dieser Ball. Eine Minute gibt's obendrauf. Das ist der Schlusspfiff und damit steht es nun fest. Die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen.